So, meine Freunde, moin zusammen, ich grüße euch zu diesem Video. Nicht drüber wundern, im Hintergrund läuft mein 3D-Drucker, deswegen könnte ein bisschen lauter rauschen im Hintergrund. Wir kümmern uns aber direkt um die News. Ich habe einige für euch rausgesucht. Viel Spaß beim Video. Los geht's. Wir gucken direkt rein. Die erste Nachricht, die ich für euch rausgesucht habe, und ich bin ein absoluter Pommes-Fritten-Fan. Also ihr könnt mir in den Kommentaren schreiben, ob ihr es auch gerne esst. Kommt zwar nicht aus dem Ruhrpott, allerdings, da ist das Ganze natürlich sehr, sehr an der Tagesordnung. Und hier speziell aus Dortmund, da ist die Christina Borowski, die einen Kultimbiss dort betreibt, und die Kosten fressen ihr natürlich ebenfalls die Haare vom Kopf, so wie bei vielen das der Fall ist. Und dann sieht es nämlich so aus, bei ihr kostet die Mantaplatte, wer nicht aus der Gegend kommt, wird das vielleicht nicht kennen, das ist Currywurst, Fritten, Mayo, auch Assi-Schale, Kanzlerschale, Assi-Teller oder sonst was bei uns genannt. Könnt ihr mal in den Kommentar schreiben, wie das bei euch genannt wird. Nur das Problem ist, die kostet jetzt aktuell 6,30 Euro. Die Frau hat aber höhere Kosten für Pommes, Wurst, Öl und Strom. Und dann sagt sie nämlich hier, mein Monatsabschlag Strom hat sich mehr als verdreifacht von 600 auf 1900 Euro. Und die logische Konsequenz ist doch uns allen mittlerweile klar, nachdem wir von Dutzenden Unternehmen davon gehört haben, dass sie diese Kosten nicht weitergeben können. Das kann doch keiner mehr bezahlen, ist das Problem. Und was ist die Folge daraus? Ein anderer Imbissladen, den es dann auch noch gibt, hier Webers Rippchenbraterei, seit 1988, zwei Filialen in Dortmund, 18 Angestellte, wieder mal ein kleines deutsches Unternehmen, um es mal so zu nennen, so ein Imbiss ist auch ein Unternehmen, die versuchen irgendwie über die Runden zu kommen und den Leuten dann auch was Gutes zu tun, ob das jetzt das gesündeste Essen ist, sei mal dahingestellt, aber nichtsdestotrotz, da geht man gerne mal schön deftig, herzhaft essen. So, aber dann heißt es hier, gehört nicht dazu, macht zum Jahresende dicht. Und das ist die Situation, denn die Inhaberin, die Frau Rickers, sagt hier, jährlichen Energiekosten haben sich auf 95.000 Euro mehr als verfünffacht. Es funktioniert so nicht mehr, Leute. Es kann so nicht weitergehen. Irgendwann muss doch mal, und da sehe ich die FDP als einzige Hoffnung in der Regierungsverantwortung, die Reißleine gezogen werden, dass wir hier endlich mal andere Zeiten sehen. Und wenn die FDP nicht rausgeht aus der Koalition, wirklich einen Bruch macht mit der Ampelregierung, dann wird das alles so weitergehen. Da wird nichts verhindert. Und nochmal auf die erste Dame hier zurück mit ihrem Imbiss. Sie sagt nämlich, ich verstehe den Frust, aber ich kann die Preise nicht günstiger machen, sonst mache ich miese. Eigentlich müsste ich pro Mantaplatte 9,50 Euro verlangen. Das traue ich mich gar nicht. Im Imbissbereich wird nur eine Handvoll Betriebe überleben, sagt sie hier. Und da gebe ich der Frau auf jeden Fall recht. Das wird eine Sparte sein, die immense große Probleme in den nächsten Wochen und Monaten bekommen wird. Aber die haben ja alle nur falsch gewirtschaftet, würden jetzt natürlich wie die zahlreichen Experten sagen, so wie wir das schon kennen. Und jetzt schreibt mir in die Kommentare, wäre es euch das erstens wert und zweitens, könntet ihr euch das leisten? 9,50 Euro für, ich hole mir meine Pommes, ne, Fritten Mayo mit Pommes Fritten Mayo, genau, mit Currywurst Fritten Mayo. Da ist meine Schmerzgrenze schon lange überschritten. Aber das ist ja in vielen Bereichen. Das ist jetzt hier bei Currywurst Fritten, das ist aber auch bei Döner beispielsweise. So ein Döner-Teller bei uns zum Beispiel liegt bei 9 Euro bis 11 Euro mittlerweile. Habe ich eine Ewigkeit nicht mehr gegessen. Oder so Döner-Tasche, wie es genannt wird, kostet bei uns mittlerweile 5 Euro. 5 Euro! Das will ich gar nicht ausgeben dafür. Das sehe ich nicht ein. Ach Leute, was haben wir denn hier aus Mai diesen Jahres? Noch gar nicht so lange her. AfD schürt Angst vor dem Strom-Blackout. EU-Kommission bereitet Europa auf Blackouts im Winter vor. Och, surprise, surprise. Erwartet uns wirklich ein Blackout? Leute, du kannst es dir nicht mehr ausdenken. Es war Verschwörungstheorie noch vor 2 Jahren, als ich auch mit dem Preppen angefangen habe. Dank euch, liebe Grüße gehen nochmal raus. Vielen, vielen Dank für eure Aufklärung, wie man vorbereitet sein soll. Und jetzt ist es in aller Munde und die Preise gehen gen Himmel. So, und dann heißt es nämlich hier, die EU-Kommission bereitet sich auf Stromausfälle und andere Notlagen auch innerhalb der Europäischen Union vor. Zwei konkrete Szenarien hat man dabei im Blick. Zur deutschen Gaspreisbremse hat man in Brüssel noch Fragen. Ja, Fragen habe ich da auch, viel mehr Ausrufe, die ich tätigen möchte. Aber ich glaube, manche könnten gerichtlich gegen mich verwendet werden. Deswegen lassen wir das. Zitat. Es ist gut möglich, dass Katastrophenhilfe auch innerhalb der EU benötigt wird, heißt es hier nämlich vom EU-Kommissar für humanitäre Hilfe und Krisenschutz, Jeanes Lenarczyk, wie auch immer man es gerichtlich ausspricht. Und dann heißt es hier weiterhin,
Die EU arbeitet demnach mit zwei Szenarien. Sollte nur eine kleine Zahl an Mitgliedstaaten von einem Zwischenfall wie einem Blackout betroffen sein, können andere EU-Staaten über uns Stromgeneratoren liefern, wie es während Naturkatastrophen geschieht. Im Ahrtal waren da jetzt nicht so viele. Aber gut, das ist jetzt ein anderes Thema. Wäre eine große Zahl an Ländern gleichzeitig betroffen, sodass die EU-Länder ihre Nothilfelieferungen an andere Mitgliedstaaten deckeln müssten, könne die Kommission den Bedarf aus ihrer strategischen Reserve bedienen, heißt es hier. Ho, ho. Ist die EU-Kommission der größte Verschwörungstheoretiker, hat schon eine Reserve strategisch aufgebaut? Wer weiß, wer weiß. Und wie sieht die Reserve von denen nämlich ganz genau aus? Löschflugzeuge, Generatoren, Wasserpumpen und Treibstoff, aber auch medizinisches Gerät und inzwischen auch Medizin selbst. Aber auch der Knaller ist die Frage vom Anfang, die sie ja hier haben, bezüglich auf die Gaspreisbremse. Und das kannst du dir wieder mal nicht ausdenken, was jetzt hier passiert. Da wäre ich im Lebtag nicht drauf gekommen. Es scheint, dass die Leute in der EU eine Eifersucht befürchten könnten. Es gäbe Mitgliedstaaten, die nicht über denselben haushaltspolitischen Spielraum wie Deutschland verfügen und deshalb womöglich ihre Verbraucher und Wirtschaft nicht gleichermaßen unterstützen könnten, heißt es in dem Text. Mehr denn je müssen wir vermeiden, den Wettbewerb im Binnenmarkt zu verzerren. Ja, sorry. Aber hat man es nach so vielen Jahrzehnten mit der EU jetzt auch immer noch nicht verstanden, dass wir keine komplette Angleichung schaffen werden, wenn andere Länder sich anders verhalten? Weil das muss man ja Deutschland wirklich lassen. Die Leute arbeiten hier fleißig, zumindest zum großen Teil, nicht alle, aber ein großer Teil. Arbeiten hier fleißig, sind pünktlich, bezahlen regelmäßig ihre Steuern, buckeln sich den Buckel wund, bis sie nicht mehr können, also arbeiten bis zum Umfallen. Und in manchen anderen Ländern gehen die Leute früher in Rente, machen schön Siesta, arbeiten nicht so fleißig. Aber jetzt guckt man hier schon mit Argusaugen drauf, wieso können denn die Deutschen 200 Milliarden zur Verfügung stellen? Tja Leute, es ist und bleibt eine bodenlose Frechheit, was hier einfach passiert. Und ich dachte doch, die 200 Milliarden sollen finanziert werden über die Übergewinnabschöpfung. Warum ist das denn jetzt auf einmal hier das Gespräch von haushaltspolitischem Spielraum? Merkt ihr, wo das hingeht? Ich habe die Befürchtung, dass es wieder darauf hinausläuft, dass alle anderen Länder dann wieder die Hände aufhalten und Deutschland zahlen muss. Und dazu muss man ja noch den wichtigen Punkt sagen. Guckt euch doch mal andere Länder an. Wie günstig ist denn dort Energie, Strom oder auch Gas? Das ist ja bedeutend günstiger als in Deutschland. Und auf einmal wird aber jetzt gesagt, ja, dass jetzt aber den Leuten da in Deutschland jetzt hier eine Gaspreisbremse gegeben wird, da können wir nicht mithalten. Nee, das passt aber nicht zusammen. Leute, wir leben im absoluten Irrenhaus. Das ist eine Unverschämtheit, was hier wieder mal passiert. Ich ahne schon das Schlimmste, was jetzt hier nämlich kommen wird. Zitat, wir dürfen keinen Subventionswettlauf starten und so die Grundsätze der Solidarität und Einheit, die den Erfolg unseres europäischen Projekts begründen, in Frage stellen. Leute, da schwillt mir direkt der Kamm und schlacker ich direkt mit den Ohren, wenn ich sowas höre. Denn was heißt das denn? Solidarität und Einheit. Deutschland zahlt mehr als jedes andere einzelne EU-Land. Und nichts anderes bedeutet das. Eine bodenlose Frechheit, was hier wieder passiert. Und wenn man sich überlegt, und meiner klaren Meinung nach, daran, wo die EU und speziell auch Deutschland dran arbeiten sollten, wären nicht irgendwelche Krisenvorsorgen in diesem Ausmaß, was gerade hier passiert, mit natürlich unserem Geld, was ja wieder mal rausgepfeffert wird, sondern man sollte sich darauf konzentrieren, Energie in ausreichender Menge allen zur Verfügung zu stellen und das zu bezahlbaren Preisen. Denn das ist möglich, beispielsweise in Deutschland über die Reaktivierung zahlreicher AKWs. Ganz einfach, da hätten wir schon bedeutend weniger Probleme. Aber die Probleme, die wir haben, wenn man sich das reinzieht und durchliest, dann denkt man auch wirklich, wir sind im Dritte Weltland und nicht mehr in der EU bzw. in Deutschland und lesen hier Nachrichten davon, oder? Bereits letzte Woche haben wir darüber gesprochen, dass unser geschätzter Bundesnetzagenturchef, ehemaliger Grüner, der Klaus Müller, uns regelmäßig warnen wird oder informieren darüber wird, wie denn es um den Gasverbrauch aussieht. Und es heißt, die Lage kann sehr ernst werden und er ruft uns hier erneut auf, wie auch schon beim letzten Mal, dass
zu viel Gas verbraucht wird. Zitat, der Gasverbrauch ist auch letzte Woche zu stark angestiegen. Und ihr seht das, ich sitze hier im T-Shirt. Warum? Wir haben Glück, Leute. Wir haben wirklich Glück. Wir haben Oktober. Es ist ein goldener Herbst. Es ist wunderschönes Wetter. Ich war vorgestern schon eine Runde joggen noch nachmittags. Toll bei diesem Wetter. Absolut toll. Stellt euch mal vor, wir hätten einen Winter, der anders aussehen würde. Nichtsdestotrotz heißt es hier, dass wir im Vergleich zu den Jahren 2018 bis 2021 zu viel benötigen. Und ich frage mich, wie das jetzt funktionieren soll, wenn wir jetzt aufgerufen werden, noch mehr zu sparen. Weil ich für meinen Teil bin so erzogen worden, das, was ich bezahlen muss, verwende ich in einem gewissen Maß, das ich auch nur benötige. Oder auch andere Sachen, die ich geschenkt bekomme, würde ich jetzt nicht ausnutzen oder ähnliches. Aber gerade da, wo ich weiß, jetzt gehe ich hin, drehe zum Beispiel die Heizung auf und zack, jo, wenn der Raum warm ist, kann ich die auch wieder abdrehen. Lass die also nicht durchböllern die ganze Nacht nach dem Motto. Das ist mein geborener Anstand, der mir das gebietet. Vielleicht sollte man, böse Zungen munkeln, mal auf die Kandidaten zugehen, die diese Kosten in diesem Land nicht zu tragen haben. Vielleicht haben wir da ein höheres Einsparpotenzial als bei denen, die es zahlen. Aber das sagen nur böse Zungen, ich würde so etwas nie sagen, da kennt ihr mich. Nein Leute, es ist einfach ein Armutszeugnis. Und wo soll das denn hinführen, wenn ich hier nicht mehr im T-Shirt, sondern mit Pullover und mit dem Schal sitze und es draußen kalt ist? Dann wird es heißen, jetzt kriegt er kein Gas mehr. Ihr habt nicht gehört die letzten Wochen. Jetzt habt ihr Pech gehabt, oder was? Ich befürchte, es wird auf so eine Situation hinauslaufen. Schreibt eure Meinungen rein. Daumen hoch fürs Video. Teilen nicht vergessen. Abonnieren nicht vergessen. Bis zum nächsten. Danke und ciao.